Upavishta Shirshasana ist der sitzende Kopfstand. Es gibt mehrere Asanas, die als Upavishta Shirshasana bezeichnet werden. Zum einen aus dem Kopfstand heraus, der Grundstellung, beugst du die Hüften so weit, dass die Beine parallel zum Boden sind. Hier könntest du sagen, hier sitzt du. Du kannst aber auch die Beine auseinandergeben, aber eben parallel zum Boden. Das ist Upavishta Shirshasana. Du könntest auch im Kopfstand selbst noch zum Lotus kommen. Also du faltest die Beine in den Lotus, das wäre Padma Shirshasana. Und dann senkst du die Oberschenkel parallel zum Boden, so als ob du sitzen würdest auf dem Himmel. Upavishta Shirshasana, sitzender Kopfstand. Da aber du nicht nur auf dem Scheitel stehen kannst als Kopfstand, sondern auch auf dem Hinterkopf, ist Upavishta Shirshasana auch die Bezeichnung für Urdhva Padmasana aus Sarvangasana, aus dem Schulterstand. Aus dem Kopfstand kannst du erst aus der Stellung kommen, dann kannst du die Beine falten in den Lotus. Und dann vom Lotus ausgehend hebe die Knie und das Becken hoch, so kommst du in den Schulterstand und gib die Hände unter die Knie. Und so ist es auch wieder so, als ob du sitzt, weil der Hinterkopf auf dem Boden ist. Es ist immer noch etwas mit Shirshasana und so bist du hier in Upavishta Shirshasana. Es gibt auch noch humorvolle Bezeichnungen für Upavishta Shirshasana. Also das eine wäre im Sitzen, falte einfach die Hände hinter dem Kopf und stelle dir vor, du bist auf dem Himmel. Und so ist das auch eine Form von sitzendem Kopfstand. Oder du kannst auch aus dem Sitzen heraus, kannst du den Scheitel auf den Boden geben. Auch das ist dann Upavishta Shirshasana, der sitzende Kopfstand. So gibt es also mindestens 4 oder 5 verschiedene Asanas, die alle die Bezeichnung bekommen können, Upavishta Shirshasana. Welches ist deine Lieblingsasana davon? Schreib's doch in die Kommentare. Danke.